Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, RLCraft. Ich wollte gerade Kerbal Space Program sagen, aber das stimmt ja nicht. Wir sind hier immer noch in unserer Mine. Eigentlich in unserem Unterschlupf, aber wir stecken so, sagen wir mal, fest. Also ich traue mich zumindest gerade, mich hier nicht zu bewegen. Weil ich weiß, dass da vorne um die Ecke ein Skelett steht, was mich gerne killen würde. Deswegen stehe ich gerade hier und wir müssen immer noch herausfinden, wie wir am schnellsten, am besten hier ein bisschen Feuer machen können. Und normalerweise gibt es da immer solche Tricks mittlerweile bei Mods, dass du ein spezielles Feuerzeug hast oder so ein Firestarter. Die Frage ist, wo zur Hölle ist der dann? Was ist das denn? Ein Kaktus. Verschiedene Arten von Bögen, Piken, Schilder. Ah, das Schild geht schnell, das kriege ich schnell hin. Oh, jetzt ist wieder dunkel. Oh, scheiße. Das Ding hat sich bewegt. Ich habe es gehört. Zwei Sachen. Wie kriege ich eine Lit Torch? Fall um, du stehst vor meiner Haustür. Jetzt muss ich mich nur irgendwie vor dem Skelett schützen. Und da habe ich schon eine Idee. Ich mache mir schnell ein Holzschild. So. Ich habe dem jetzt irgendwas abgeluchst und ich würde gerne wissen, was das war. Warum kann ein Skelett einen Headshot machen? Wo zum... Hallo? Hallo? Alter, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Wo zur Hölle habt ihr mich hingeschickt? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich wurde verbannt. Das sah doch jetzt so gut aus. Also ich glaube, ich falle langsam vom Glauben ab. Was ist denn das? Ich habe Nessie gefunden, aber irgendwie in einer anderen Form. Nessie! Put, 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 put. Schießt der gerade Raketen? Weißt du was? Ich will's einmal leben. Huhu. Alter, wird abgeschossen. Ach, jetzt kommt schon. Wollte schon sagen, langsam wird's unlustig. Wollte schon sagen, langsam verliert sein Pep, wenn er mich dauernd wieder in der Spawn lässt. Also ein Kühl, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Vielleicht hat dann hier ein paar mehr Überlebenschancen. Hier sind auch Pferde. Ein ganz gutes Anzeichen. Ein ganz gutes Anzeichen ist das hier, ne?
Wer hat hier gerade ein Spielzeug aufgeladen? Ich will da nur mal schnell reingucken. Das wäre eine super... Alter, das bauen wir uns zur Hütte um. Ach, jetzt leck mich doch. Cobwebs, Rotten Flash, aber das ist ein Ofen und das auch. Genau das, was wir brauchen. Und ein paar Stickies. Das ist ein toller Start. So will ich das. So und nicht anders, ne? Alter, kann der Klimbim auch mal woanders sein, außer bei mir? Also Klimbim, ich finde sie echt toll, dass sie mich beehren, aber nicht jetzt. Ich habe gerade Besseres zu tun. Klimbim! Oh, er hat sogar eine Fackel. Er hat eine geheiligte Fackel, schau dir das an. Sogar drin eine, oh mein Gott, er hat eine geheiligte Fackel. Ich baue das sowas von fix um. So. Jetzt erstmal eine Spitzhacke, weil dann können wir uns gleich noch ein bisschen Stein holen. Ist ja ein Träumchen. Oh. So, wir machen jetzt hier noch einen Aufgang hin. So, hier tun wir ein bisschen ab. Hacken, machen wir einen Graben drumherum. Wir bereiten uns auf den Krieg vor. So. Da ist jetzt noch ein bisschen Stein. So, einmal. So, dann. So. Dann brauchen wir noch ein Äxtle. Perfekt. So. Dann so. So. So, und mit euch. Entfernen wir mal hier die Strings. Alter, das ist ja echt ein richtig geiler Start. Hat Licht. Es ist eine normale Fackel. Oh mein Gott. Dauerlicht. Ich brauche nur noch ein Bett. Dann bin ich safe, glaube ich. Hoffe ich, vermute ich, denke ich. Alter, das ist gemein. Ich muss echt aufpassen, wo man hinklickt. Ah, ich habe jetzt zum Glück noch ein bisschen Holz. Und ich kann mir auch gleich noch ein bisschen was besorgen. Zack, 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 zack. Also wir können auch hier die Wand zumachen und hier die Tür rein. Das ist ja gleich, gleich schlauer sogar, ne? Machen wir hier eine Tür rein. So. Und lassen wir schnell einen Baum fallen. Der Klimbim da vorne rum, mir wurscht, ich habe eine Hütte. Baum fällt! Aus dem Ahorn. Nice. Ahorn und Stiggies. Geh weg. Okay. Und jetzt erstmal hier zum Business, ne? Cold Hard Business.
die ist gut. Die gibt Regeneration. Willkommen, willkommen. Danke für die Regeneration. Aua. Alter, ich hab Licht. Oh Gott, das ist geil. Tür geht aber normal, oder? Jawohl, nice. Ich hab eine Hütte. Ich hab Holz vor der Hütte auch noch dazu. Ich muss den ganzen Kabümi außen weg. So schaut's aus. Was war das? Da ist gerade was Rotes geschwommen. Wir holen uns ein bisschen Kohle hier direkt, wenn wir die hier schon haben. Ein bisschen Stein, weil es jetzt Nacht. Die Nacht verbringen wir, glaube ich, immer noch am besten in unserer Hütte fürs Erste. Vielleicht können wir einfach der Hütte noch einen Keller geben. Bis wir herausgefunden haben, wie zur Hölle wir wollen am schnellsten bekommen, kann es noch eine Zeit dauern. Alter, das ist ein richtig guter Start gerade. Das taugt mir gerade mal richtig. Das taugt mir gerade richtig gut. Kommt noch ein bisschen Stein für die Nacht. Ich muss die Nacht hier noch erforschen, das ist das Problem. Aber Klimbim ist vor meiner Haustür. Das macht mich hoffnungsvoll. Kann ich den Baum noch hacken? Geht das auch nicht. Ich habe eher Angst, dass der da nicht umfällt, backt und ich kann. Bäumchen fällt. Da waren Wurzeln drin. Ich glaube, ich heute morgen mal ein bisschen. Alter, wir haben Licht. Ah, wir haben Licht, das ist cool. Das ist immer mega. Alter, ich feiere das gerade. Dritte Folge und eine Hütte haben wir schon mal. Perfekt. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Achso, kann ich dich hier gar nicht umwandeln. Hey, hey. Ich hätte gern noch ein bisschen. Was? Ah, ich habe eh eine Kiste. Aber ein bisschen mehr Holz zu haben, ist nie schlecht. Und aus euch kann ich doch auch noch. Zerlegen. Und war das nicht so, dass man aus vier. Bedeutet, es fehlt nur noch fucking zwei. Eine Wolle. Eine Wolle fehlt noch. Oh Gott. A wooden pressure plate. Und das hier. Hier Ahornpflanzen. Dafür brauche ich Farming Stufe 8. Okay. Die Rocks lasse ich mal hier. Sticky ist genauso. Seeds. Farming 2. Das hätte ich schon mal. Fertilize Season Summer and Autumn. Ich habe Jahreszeiten. Oha. Oh ja. Und die Kohle kommt mal direkt in den Ofen, weil wir brauchen morgen ein paar Glasflaschen, die wir vielleicht noch brennen können. Wir müssen mal gucken, wie wir es am Schlossen alles machen. So, ich hätte gern E. Eine wie kann ich. Ah, das war Beastery hier oben, ne? Creatures. Das war das Viech hier, okay. Ah, das kann ich drehen, okay. These giant amphibious creatures somewhat resemble a shrimp. They are feared for their dreadful tentacle claws, from which they ensure and consume their victims. Warum da war das denn am Land? Knowledge Rank 1, Summoning Costs, okay, Element Water.
Carnivore, okay. Beast, Varg. Eindeutig ein Carnivore. This can be ridden as mount. Large wolf-like beast with a victim's bite. They are known to hunt in packs. When tamed, they make fantastic mounts. Lala. Elementare Nymphe. Das Zeug, was da von meiner Hütte rumbimmelt. Und a wisp. Be seen playing catch with each other. Throwing a deadly ball of radiation. Friendly. While their friend is not wise to provoke a wisp. Okay. Schauen wir nach außen, wie schaut's außen aus? Bis jetzt schaut's gut aus, außer dass mein Fuß sich anhört, als ob ich. Ist das ein Creeper? Wait, what? Ich brauch Glas da vorne. Habe ich das gerade richtig gesehen? Da war ein Creeper, der an einer Krähe hängt. Creeper? Was geht da schief? Ey, ey, ich will mich nicht mit euch anlegen. Alles cool, alles cool. Was ist denn das da vorne? Ich habe hier keinen Optifine drin, das ist scheiße. Waffen. Ich könnte mir rein theoretisch hier einen Tunnel reinbauen, ne? Das könnte ich machen, aber... Wir machen erst in der nächsten Folge weiter, denn diese Folge ist schon vorbei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.